Hast du dich schon einmal gefragt, wie das Fernsehsignal eigentlich in den Fernseher kommt? Und welche Möglichkeiten es gibt, die Satellitenschüssel perfekt auszurichten? Das zeige ich dir in diesem Video. Als deutschsprachiger Satellit steht uns Astra 1 zur Verfügung, der genau 36.000 Kilometer über der Erde steht. Dadurch dreht er sich genauso schnell wie die Erde und ist so geostationär, also immer an exakt der gleichen Position am Himmel. Daher ist aber die Ausgleichszone begrenzt, also der Bereich, in dem du mit diesem Satelliten Fernsehen empfangen kannst. Es gibt verschiedene Arten von Satellitenantennen. Die meistverbreitete Form ist jedoch die klassische Parabolantenne, umgangssprachlich auch Satellitenschüssel genannt. Der oval geformte Spiegel reflektiert die vom Satelliten ausgesendeten Strahlen. Diese treffen gebündelt auf den LNB. Der LNB verstärkt die reflektierten Signale und leitet sie über ein Koaxialkabel an einen Receiver weiter. Dieser überträgt die fertig aufbereiteten Signale schließlich an den Fernseher. Bei modernen TV-Geräten ist der Receiver häufig bereits integriert. Indem du die Satellitenschüssel nun Richtung Süden drehst und hin und her bewegst, verbesserst und verschlechterst du den Empfang. Mit einem Satfinder siehst du diese Veränderung sehr präzise. Als erstes stellst du die Empfindlichkeit des Satfinders auf Maximum. Sobald du einen starken Ausschlag siehst, drehst du die Empfindlichkeit nach unten und versuchst wieder, maximalen Ausschlag zu bekommen. So tastest du dich an den optimalen Winkel deiner Satellitenschüssel ran. Der Empfang ist optimal, wenn du im unteren Drittel hohen Ausschlag hast. Wenn du keine Lust hast, das Satellitensignal manuell zu suchen, kannst du auch einer unserer vielen vollautomatischen Satellitenschüsseln kaufen. Passende verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung.